Moin Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren The Crew Motorfest Video. Wir sind wieder in der Beta unterwegs, beziehungsweise ich war in der Beta unterwegs, wenn ihr das hier seht. Heute reden wir über alles, was ich schlecht finde in The Crew Motorfest, beziehungsweise wo mir zugetragen wurde, dass andere Leute das schlecht finden, teilweise auch ohne, dass das meiner Meinung entspricht. Und das werden wir uns heute einmal in geballter Ladung reinziehen, also wünsche ich euch wie immer viel Spaß und lasst natürlich gern ein Like und ein Abo da. Okay, wir starten mit dem ersten großen Punkt, über den sich viele Leute regelmäßig beschweren, und das ist ganz einfach die Mapgröße. Viele Leute regen sich darüber auf, dass die Map ihnen einfach zu klein ist, vor allen Dingen in Bezug auf The Crew 2. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, Nummer 1. Ja, die Map ist kleiner als in The Crew 2. Vollkommen klar, ist ja auch ein ganz anderer Vergleich. In The Crew 2 hatten wir komplett Amerika und in Motorfest haben wir halt einfach, oh wow, eine Insel. Aber man darf nicht vergessen, dass die Skalierung schon mal eine ganz andere ist, ja. Die komplette amerikanische Karte, also The Crew 2, wurde runterskaliert auf relativ klein, während die Oahu-Map, also hier die Karte quasi von Motorfest, in einem ziemlich großen Skalierungsbereich ist. Das heißt, die ist vielleicht halbiert oder so, aber mehr auch nicht. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied. Das heißt, theoretisch ist die Map größer dargestellt als in The Crew 2. Trotzdem ist sie natürlich kleiner. Keine Frage, ich habe hier mal gerade eine Route erstellt von ganz unten rechts nach ganz oben links. Quer durch die Map sind das laut Navi. Hier irgendwie 28 Kilometer über Straße und 22 Kilometer, glaube ich, Luftlinie. Das wirkt natürlich erstmal sehr klein. Aber auch nur, weil wir verwöhnt sind durch The Crew 2. Das muss man einfach mal so sagen. The Crew 2 ist halt einfach das Paradebeispiel für eine riesige Karte. Das braucht man aber gar nicht. Ganz ehrlich, kein Schwein braucht so eine riesige Karte. Im Endeffekt, ich bin jetzt hier seit ein paar Tagen unterwegs und ich glaube, ich kann sagen, dass das hier eigentlich ziemlich gut ist. Also die Map ist vollkommen ausreichend in ihrer Größe und bietet viel Platz für alle mögliche Scheiße, die wir machen können. Natürlich ist sie kleiner, aber meiner Meinung nach ist sie deutlich, ist sie auf jeden Fall groß genug, bietet einfach genug Fläche für alles, was man so machen kann. Man darf sich halt einfach nicht daran aufhängen, dass natürlich ein Rennen wie New York, wo man eine halbe Stunde über die Map ballert, so hier nicht stattfinden wird. Aber keiner kann mir sagen, dass er auf dieser Map nicht trotzdem noch mehr zu tun findet, als in 90% aller anderen Rennspiele. Klar, ist kleiner, aber meiner Meinung nach immer noch mehr als groß genug. Und in einem Interview mit den Herausgebern des Spiels wurde gefragt, ob man denn aufgrund der kleineren Map mit Map Extensions, irgendwelchen Erweiterungen der Karte rechnen kann. Und die sind dieser Frage sehr gezielt aus dem Weg gegangen. Das heißt, die haben da einfach nicht drauf geantwortet. Und da kann man halt schon dran riechen, dass wir da eventuell irgendwann drauf hoffen können, dass die Map sogar noch erweitert wird. Und das lässt sich ja allein schon daraus schließen, wenn es wirklich so geplant gewesen wäre, dass es bei dieser Map bleibt, dann hätten die nicht die anderen Inseln schon daneben gepackt, sondern hätten da halt einfach einen Cut gemacht und die weggelassen. Ne? Also ich glaube, wenn man auf die ganz große Map geht, die man ja hier gar nicht richtig sehen kann, dann sieht man hier zwei andere Inseln noch drumherum. Aber eine war hier oben links, genau da. Da kann man dran riechen, dass die Map irgendwann wahrscheinlich eine Erweiterung kriegt. Ja? Oder sogar mehrere. Also würde ich mich über die Mapgröße schon mal überhaupt nicht aufregen. Und was man definitiv sagen muss, wenn man hier mal ein bisschen unterwegs ist, ich finde, die Karte in Motorfest ist deutlich liebevoller gestaltet als in The Crew 2. Also bis jetzt auf jeden Fall, finde ich, ist das deutlich komplexer aufgebaut. Ich finde es schöner, allein hier so ein Wasserfall da. Klar, sowas in der Art gibt es in The Crew 2 auch, aber die Karte ist einfach deutlich detaillierter, wenn man hier über den Boden fährt. Klar, in The Crew 2 gibt es halt mehr Sehenswürdigkeiten und, aus Amerika, ist logisch. Aber die brauche ich auch nicht wirklich. Also ja, die Karte ist kleiner, aber wenn man das Spiel selber spielt, würde ich behaupten, reicht es auf jeden Fall aus. So, ich meine, wie lange brauche ich, um in The Crew 2 mit dem Flugzeug über die Map zu fliegen? Lass es mal 20 Minuten sein. Und hier sind es dann halt nur 10 oder von mir aus auch nur 8. Scheißegal, ne? Es ist weniger, aber immer noch mehr als groß genug. Thema Nummer 2. Was ich persönlich auch sehr schade finde, wo ich immer drauf gehofft habe, ich habe in The Crew 1 drauf gehofft, beziehungsweise in The Crew 1 habe ich mir gedacht, warum es das nicht gibt, weil es für mich der Name einfach hergibt. Und in The Crew 2 habe ich mich geärgert, dass es das nicht gab. Und bis jetzt sieht es so aus, als würde das auch in The Crew Motorfest sich nicht ändern. Das Crew-Feature, also quasi die Gruppe, ist immer noch auf 4 Leute begrenzt. Und für mich bedeutet The Crew, eine Crew bilden. Sowas wie ein Clan, sowas wie eine Gilde, irgendeine Verbindung von Spielern, mit denen man sich zusammenschließt. Oh, Controller leer. Und das gibt es einfach in The Crew Motorfest gar nicht. Genauso wenig wie in The Crew 2. Das finde ich persönlich sehr schade. Da hätte ich mich sehr drüber gefreut.
gibt es aber nicht. Da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass sie sich da noch was einfallen lassen. So ein klares System wie das in Need for Speed, ich glaube, das war... Wie hieß das Need for Speed? Heat. Genau. In Need for Speed Heat, glaube ich, war das. Da gab es auch so ein klares System, 50 Leute oder so. 50 Leute wären mir sogar fast schon ein bisschen wenig. Aber so ein klares System fände ich extrem schön, wenn wir das hätten. Thema Nummer 3, was ich echt bescheuert finde, das war tatsächlich der erste Punkt, wo ich mich sehr drüber geärgert habe. Apropos, wo ich mich gerade über Sachen ärgere. Das sind alles im Prinzip Kleinigkeiten. Das Spiel ist trotzdem mega geil und ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind oder anderen aufgefallen sind, die wir jetzt hier anmerken. Also das ist alles kein, das Spiel ist scheiße Grund. Ja? Das sind einfach Themen, die man mal ansprechen muss. Was mich sehr geärgert hat, ist die Aufteilung der Street Race Kategorie in Street Tier 1 und Street Tier 2. Kann man ja sehr gerne machen, habe ich gar kein Problem mit, schnellere und langsamere Street Race Autos nicht mehr zu vermischen. Aber warum zur Hölle sind dann die Tuning-Teile von beiden Kategorien zusammengewürfelt? Street Tier 1 hat ein Maximallevel von 600, Street Tier 2 von 750 und die Teile sind zusammengeworfen. Ich kann jetzt hier natürlich kein 750er auf dem Street Tier 1 ausrüsten, aber die sind zusammen da drin. Und wenn ich jetzt hier das 750er weglöschen würde und habe dann aber nicht aufgepasst und habe in Street Tier 2 keinen entsprechenden Ersatz, dann bin ich ja voll geliefert. Also das, muss ich tatsächlich sagen, finde ich echt kacke gelöst. Das war so der Hauptpunkt, über den ich mich bis jetzt aufgeregt habe. Das finde ich echt kacke. Ja, mein Hauptmanko, das stört mich wirklich und ich hoffe, dass sie das noch ändern. Man muss ja nichts weiter machen, als das Teilesystem der beiden Klassen voneinander zu trennen und dann habe ich da gar kein Problem mit. Und das sollte tatsächlich meiner Meinung nach nicht so die Arbeit sein, das noch anzupassen. Aber gut, es ist im Spiel drin, wir müssen damit leben und ganz ehrlich, man muss sich dran gewöhnen, man muss ein bisschen aufpassen, aber dann ist auch das eigentlich machbar. So, dann, weiterer Punkt, der persönlich kommt jetzt nicht von mir selber, ist, es gibt Dinge wie einen Reifenzustand in Touring Car und Alpha Grand Prix Rennen. Es gibt einen Clean Driving Bonus, also wenn man quasi in bestimmten Rennen guckt, gibt es einen Bonus für möglichst wenig Sachen umfahren. Das ist dann Geld, was man kriegt. Und da wurde gefragt, ey, ganz ehrlich, gehört sowas denn in ein Arcade-Game? Ist das nicht eher was für Sim Racing? Und ja, ja und nein. Ja, an sich ist das richtig. In Sim Racing ist das vollkommen normal, dass du Reifenverschleiß hast und dass du Abzüge und Strafen kriegst für unsauberes Fahren und Hindernisse mitnehmen und irgendwelche Pöller überfahren und so ein Scheiß. Aber auch in einem Arcade Racer wie The Crew darf das meiner Meinung nach vorkommen, weil auch The Crew hat nun mal diese Sim Racing Kategorien wie Touring Car und Alpha Grand Prix und da finde ich sowas wie Reifenverschleiß eigentlich okay. Ich bräuchte es nicht. Aber ich persönlich ärgere mich auch nicht drüber. Ich weiß halt, dass es Leute gibt, die sich drüber ärgern. Und da muss man halt einfach jetzt gucken, ist das was für einen, ist das nichts für einen. Bei den meisten Rennen kann man es halt ausstellen. Ne? Also bei den Playlists ist es vorgegeben, aber wenn man sich selber ein Rennen erstellt, kann man entscheiden, will man das haben oder will man es nicht. Und da, finde ich, muss dann einfach jeder für sich gucken. Ich persönlich ärgere mich da nicht drüber, aber es ist ein Punkt, über den man mal geredet haben sollte. Es gibt Leute, die ärgern sich darüber. Das The Crew anscheinend mit Motorfest, was das angeht, ein Stück zu weit in die Sim-Racing-Richtung geht. Wir bleiben einfach direkt bei den Playlists. Der nächste Teil, über den sich geärgert wird, ist das eine Playlist, wenn man sie das erste Mal spielt. Ich gehe dafür einfach mal gerade auf die Playlists. Wenn man diese Playlist das erste Mal spielt, dass man nur geliehene Autos haben kann. Es wurde angemerkt, dass das in der ersten Playlist ja vollkommen okay ist, um so ein bisschen reinzukommen, aber warum man dann in den anderen Playlisten nicht seine eigenen Autos nehmen kann. Ich kann den Punkt verstehen und ich kann verstehen, wenn man sich darüber ärgert. Ich persönlich muss allerdings sagen, ich finde, das gibt einfach so eine Möglichkeit, in jede Facette des Spiels erstmal auf einem gleichen Level einzusteigen. Ja, dass jeder erstmal denselben Eindruck kriegt. Jeder hat quasi dieselben Grundvoraussetzungen, wenn er das erste Mal so ein Rennen fährt. Und danach kann man ja ganz flexibel einschalten in der offenen Welt, mit welcher Kategorie will man das fahren, welches Fahrzeug will man haben und kann das tunen, wie man möchte. Aber es wird sich darüber geärgert, von einigen, dass die Playlists alle erstmal mit geliehenen Fahrzeugen gefahren werden müssen. Muss man auch verstehen können. Ich meine, so eine Playlist dauert ungefähr eine Stunde. Es soll zu Release circa 15 Playlists geben. Und wenn man sagen will, man macht zuerst alle Playlists, dann hat man erstmal 15 Stunden mit Stockautos zu tun, ungetuned, und kommt gar nicht dazu, seine eigenen Karren auszuwerten. So, da muss man aber wieder gucken. Man kann ja theoretisch jederzeit seine eigenen Fahrzeuge nehmen. Das ist ja... Man kann ja einfach eine Pause machen von der Playlist und erstmal ein bisschen was anderes machen. Aber ja, das ist so ein Punkt, worüber sich geärgert wird. Könnt ihr gerne bei jedem Punkt in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr euch da auch drüber ärgert. Dann habe ich gehört, ich zitiere jetzt einfach,
dass The Crew Motorfest einfach nur eine Mischung von Elementen aus Forza, Test Drive Unlimited, Need for Speed und den Cutscenes von Gran Turismo ist. Gran Turismo Cutscenes zum Beispiel ganz bekannt, wenn man hier die 911 Legacy sich anguckt, das ist schon echt Gran Turismo, ne? Dann muss man einfach sagen, das sieht schon nach Gran Turismo aus. Und auch das Forza-Feature, glaube ich, ist ziemlich offensichtlich, ne? Wenn wir jetzt hier, oh nein, wir sind den Berg runtergerutscht, das wollten wir gar nicht, zack, zurückspulen. Ne? Solche Dinge, ich denke, die erkennt irgendwo jeder, würde ich mal behaupten. Ich sehe das durchaus als kritikfähigen Punkt. Ich kann verstehen, wenn man sagt, boah, ne, fühle ich gar nicht, finde ich scheiße, dass die da nur wieder geklaut haben, aber... Ich denke mir an der anderen Seite, ist es nicht aber auch gut, dass ein neues Rennspiel oder das Entwicklerteam von diesem Rennspiel in die Vergleichsspiele guckt aus derselben Kategorie, sei es Forza oder Need for Speed oder Test Drive, und sich da die guten Elemente rausbastelt. Weil mittlerweile, seien wir ehrlich, in jedem Spiel wird abgeguckt, was andere Spiele schon gemacht haben. Und dann ist es doch sinnvoll, sich da so die passenden Elemente rauszusuchen. Ob jetzt zum Beispiel das mit dem Zurücksetzen wirklich nötig war, ist so die Frage. Ich bräuchte es nicht. Ne, für mich ist das Schwachsinn. Aber ich finde es an sich auch kein Problem. Also sollen sie doch machen. Ich störe mich nicht dran. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Habt ihr ein Problem damit, dass die so Forza-Elemente geklaut haben? Ich habe auch Leute gehört, die einfach nur gesagt haben, es ist ja einfach nur ein Forza-Abklatsch. Sehe ich nicht ganz so. Ist immer noch viel The Crew auf jeden Fall drin. Also wie seht ihr das? Ist das für euch doof, dass die da Sachen geklaut haben oder abgeguckt haben? Oder findet ihr das vollkommen legitim? Oder sogar gut? Und dann gibt es noch zwei Sachen. Nummer 1, das Flugzeughandling. Ich muss tatsächlich sagen, das ursprüngliche Flugzeughandling ist eine Vollkatastrophe. Dafür müssen wir einfach kurz auf die Schwierigkeitseinstellungen. Und hier unten ist am Anfang der Flugzeugsteuerungsassistent an. Und wenn ihr dann in ein Rennen geht, habt ihr das Problem, dass ihr müsst ja die Tore teilweise schräg durchfliegen, dass ihr, sobald ich jetzt den Steuerknopf loslasse, mein Flugzeug gerade zieht. Das ist in einem Rennen, wo wir fliegen, komplett fehl am Platz, komplett beschissen. Und was auch viele haben, ist die Ansicht. Moment, ich mache erstmal den Flugzeugsteuerungsassistent wieder richtig, damit wir beide Punkte nacheinander bewerten können. Was viele halt auch finden, ist einfach die Ansicht. Wenn ich so fliege, wie ich normalerweise fliege, dann dreht sich das einfach alles mit, ist gar kein Problem. Ich glaube, das haben einfach noch nicht alle herausgefunden. Wenn wir in der ursprünglichen Flugansicht sind, haben wir das. Ja, dann bleibt die Kamera gleich und es passt irgendwie nicht zum Flugzeug und das ist, finde ich, sehr schwer so kontrolliert zu fliegen. Gehen wir jetzt aber einfach auf die Perspektive und schalten hier eins hoch. Dann gehen wir wieder in den Standardflugmodus, wie wir ihn auch aus The Crew schon kennen. Es gab übrigens beide Perspektiven auch schon in The Crew. Und dann können wir mit der Kamera dem Flugzeug folgen und das macht das Fliegen deutlich leichter. Okay, und damit kommen wir zum letzten Kritikpunkt, nämlich zu PvP. Um genau zu sein, jetzt nicht zum Summit, das ist eigentlich soweit okay, würde ich sagen, sondern zu den zwei Haupt-PvP-Listen, Grand Race und Demolition Royale. Da haben einige Leute echt Probleme mit. Ich muss sagen, es ist genau mein Ding. Ich liebe Kontakt in Rennen, ich liebe Demolition Derby und für mich gehört das alles irgendwie dazu. Auch in The Crew 2 bin ich nur die Playlist mit Kontakt gefahren bei PvP. Aber es gibt eben auch viele Leute, die das nicht mögen. Und die Möglichkeit gibt es einfach nicht. Es gibt kein PvP ohne Kollision. Finde ich schwierig, weil die Möglichkeit sollte es für die Spieler, die nur das mögen, schon geben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir hier extrem große Lobbys haben. Das heißt, wir haben 28 Leute beim Grand Race und 32 Leute beim Demolition Royale. Und es kann dazu führen, gerade wenn das Spiel vielleicht nicht mehr seinen Hype erlebt, dass wir extrem große Wartezeiten im PvP haben. Ich weiß noch, bei The Crew 2 war das ja am Ende jetzt auch so, wo die Spielerzahlen ein bisschen abgeflacht sind, dass wir beim PvP manchmal einfach keine Lobbys mehr bekommen haben. Ich meistens schon durch den Stream, aber wenn du random eine Lobby gesucht hast, hattest du oft Probleme. Und jetzt sind die Lobbys einfach 5-mal größer und du musst gucken, dass du da irgendwie deinen Platz findest. Ja, nicht 5-mal, ne? 4-mal größer. Das klappt aktuell noch halbwegs. Hier übrigens nochmal die ganze Map zu sehen. Das klappt aktuell noch halbwegs, aber... Ja, jetzt habe ich direkt eine Lobby, aber es ist halt sehr random. Ne? Also wir haben auch im Stream mit 4 Leuten in der Crew schon 7-8 Minuten auf eine Lobby gewartet, in der Beta. Das heißt, die Wartezeiten vom PvP müssen verkürzt werden und ich hoffe, dass es auch die Möglichkeit geben wird, sich kleinere PvP-Lobbys zu öffnen, wenn man das lieber mag. Es gibt halt Leute, die stehen da drauf. So, und das soll es eigentlich hiervon schon gewesen sein, von alles schlecht in Motorfest. Viel mehr muss ich gar nicht sagen, das Handling beschweren sich auch Leute drüber, finde ich aber eigentlich nicht problematisch.
weil meiner Meinung nach das Handling vollkommen okay ist. Das ist einfach anders, man muss sich halt dran gewöhnen. Aber wie ich finde, ist das Handling vollkommen in Ordnung. So, das soll es gewesen sein von diesem Alles ist doof in The Crew Motorfest. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch noch irgendwas gestört hat. Und dann hoffen wir darauf, dass irgendwer aus den Entwicklerteams hier reinguckt und das als konstruktive Kritik aufnimmt von Dingen, die man eventuell noch anpassen kann. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ich fahre jetzt erstmal in Grand Race.